Deadzone am Mikrofon mit dem letzten Teil der kosmischen Sommeraufträge. Die gehen dann nachmittags online. Sollten sie früher online gehen, dann könnt ihr wie immer am Kreativmodus teilnehmen. Hier könnt ihr das sonst nachher regulär auswählen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, denn bei 12 abgeschlossenen Sommeraufträgen, ihr solltet jetzt, wenn ihr alle habt, 10 haben, bekommt ihr dieses geile Emote und fahrt dann erstmal mit dem Eiswagen rum. Ansonsten, wenn es noch nicht öffentlich ist, geht auf Entdecken. Dann geht hier wieder links auf Inselcode. Und dann gebt ihr den folgenden Code hier ein, drückt ihr ruhig auf Stopp und dann könnt ihr das Ganze schon machen. Das ist die erste Belohnung, die ihr bekommen könnt und die gibt es richtig einfach, weil ihr habt hier direkt, wenn ihr bei The Pit startet, habt ihr nämlich hier 10.000 Materialien von allem und ihr sollt Gebäude in The Pit bauen, also einfach hier runterspringen und hier unten haben schon welche fleißig was gebaut. Ihr sucht euch jetzt hier einfach einen ruhigen Ort oder baut einfach mittendrin was. Ihr könnt hier wilde 90s machen oder ihr lauft hier einfach hoch, baut irgendwas. Was auch ganz schnell immer geht, ist einfach irgendeine Rampe bauen und dann hier immer Bodendach smashen und dann habt ihr das Ganze innerhalb von wenigen Sekunden geschafft und wir kommen zur nächsten. Dafür gibt es dieses Emoticon, auch ganz chillig, aber jetzt nicht unbedingt geil, aber holt es euch auf jeden Fall. Am besten schnappt ihr euch eine Schockwellengranate. Ihr sollt nämlich zerstöre Gebäude in The Pit machen. 500 Stück geht es zu zerstören. Ihr könnt die mit der Spitzhacke zerstören, ihr könnt sie kaputt schießen, aber ihr könnt euch auch hier die Schockwellengranate holen und euch einfach hier wild durch die gegnerischen Gebäude teleportieren, denn das zählt auch als zerstöre gegnerische Gebäude. Und dann gibt es hier auf jeden Fall diese mega geile Spitzhacke. Was ihr dafür tun müsst, ist ein bisschen schwieriger. Ihr sollt Spieler mit 5 verschiedenen Waffentypen in einem einzigen The Pit-Spiel eliminieren. Das heißt, ihr braucht 5 Kills mit 5 verschiedenen Waffentypen. Ihr könnt eine Shotgun nehmen, ihr könnt eine Pistole nehmen, ihr könnt einen Sniper nehmen, ihr könnt ein Sturmgewehr nehmen, ihr könnt eigentlich alles nehmen. Hier liegt ganz viel rum. In jeder Ecke gibt es verschiedene Waffen und dann nehmt ihr euch einfach 5 verschiedene, springt ihr runter und ballert einfach mal ein bisschen los, was das Zeug hält. Versucht das Ganze wirklich in einem Match zu machen. Die dürft ihr wieder relativ lange gehen. Das sollte kein Problem darstellen. Und dann habt ihr auch schon fast alle Belohnungen eingesammelt. Das Letzte, was ihr noch machen könnt, ist dieses geile Board zu bekommen. Das wird ein bisschen schwieriger, weil ihr müsst hier wirklich 50 Headshots in die Pits machen. Und das dauert ein wenig, aber ihr könnt natürlich auch mit Maschinenpistolen oder Sturmgewehren schießen und dann könnt ihr auch mehrere Kopfschüsse bei einem Gegner machen, weil ihr braucht ja keine Eliminierung, sondern wirklich nur Kopfschüsse. Also landet hier unten und versucht möglichst auf den Kopf zu treffen, egal mit welcher Waffe ihr das macht. Ich rate euch am besten hier zu dieser coolen Shotgun, weil die ist meistens One-Shot, wenn ihr den Head trifft. Ansonsten könnt ihr, wie gesagt, wild rumsprayen, versucht auf den Kopf zu zielen, haltet immer euer Fadenkreuz in Höhe des Kopfes und dann solltet ihr doch die 50 dann ganz schnell schaffen und dann haben wir alle kosmischen Sommeraufträge geschafft. Und das Event endet für uns damit. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit den Belohnungen, könnt ihr relativ schnell durchkommen und wünsche euch dabei auf jeden Fall viel Spaß. Seid ihr auch neu auf meinem Channel, dann lasst mir gerne noch ein Abo da. Und wenn euch das Video gefallen und geholfen hat, auch ein Like. Wir sehen uns dann in anderen Challenges und Videos. Haut rein, meine Freunde.